100 Jahre Frauentag, ein wichtiges Jubiläum. Damals, vor 100 Jahren, war Österreich vorne mit dabei. Jetzt haben wir einigen Nachholbedarf und wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass wir die Chancengleichheit für Frauen erreichen, was die Ausbildung betrifft, was die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten betrifft. Und dafür sollten wir uns alle sehr stark einsetzen. Seit 100 Jahren gibt es den Frauentag und genauso lang, wenn nicht länger, gibt es die Forderung, dass Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleich entlohnt werden sollen wie Männer. Die Forderung ist nach wie vor unerfüllt. Männer verdienen in vielen Bereichen immer noch mehr als Frauen und das finde ich skandalös. Ich möchte endlich erleben, dass sich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern schließt. Hundert Jahre Frauentag. Es ist viel passiert, noch nicht genug. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Aus meiner Sicht muss das weibliche Prinzip vor allen Dingen noch in den Chefetagen der Unternehmen Einzug halten. Es gibt gerade dort sehr, sehr viel zu tun. Es gibt schon viele Bestrebungen von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Wir können nicht aufhören, wir müssen weitermachen. Ich persönlich habe und hatte das große Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo es keine geschlechtlichen Unterschiede gab und gibt. Meine Mutter ist so stark wie mein Vater und umgekehrt und für mich ist das eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ich finde es toll, dass wir 100 Jahre Frauentag feiern, finde es andererseits aber schade, dass wir das nicht 365 Tage im Jahr praktizieren. Der Frauentag hat für mich eine sehr hohe persönliche Bedeutung. Ich bin die Enkelin einer sozial- und frauenpolitisch sehr engagierten Großmutter und habe das sozusagen mit der Großmuttermilch mitbekommen. Ich selbst finde es als ausgesprochen ungerecht und auch betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, dass wir in Österreich noch immer Rahmenbedingungen haben, die es nicht ermöglichen, dass Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, dass Frauen im selben Umfang wie Männer Vollzeit berufstätig sind und damit eben auch eine ökonomische Basis haben, um sich einerseits selbst erhalten zu können, sich und ihre Kinder gut erhalten zu können und andererseits auch Karriere machen zu können. Also wenn ich zurückdenke, als ich ein junges Mädel war, da habe ich mir oft gedacht, dass sich die Frauen alles gefallen lassen. Die Männer sind von der Arbeit nach Hause gekommen, die Frauen haben mit den ganzen Tag geputzt und die Kinder erzogen und so weiter. Und dann haben sie ihnen noch das Bier hingestellt und das Essen am Tisch gestellt und haben sie verwöhnt und wurden aber behandelt wie Sklaven. Also Gott sei Dank hat sich das geändert, die Frauen lassen sich das nicht mehr gefallen. Sie machen Karriere und sie kämpfen trotz ihrer 3-4-fach Belastung. Und also wenn es die nächsten 100 Jahre so weitergeht, ja, dann haben wir die Männer wenigstens überflügelt.